Hallo Rührer, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blattgrün. Wir sind immer noch auf dem Weg zur Liga. Ich war eben im Pokémon Center noch schnell. Hab meine Pokémon geheilt. Und ja, wir müssen zur Siegestraße, Leute. Ich habe Dragon hier mal an Anfang gesetzt. Pokémon Liga Haupteingang. Okay. Hallo? Hey. Oh, du trägst den Felsorden, dann darfst du weitergehen. Danke. Okay. Was passiert, wenn du bereits den Quellorden hast? Wunderbar, du trägst den Quellorden. Okay, setze deinen Weg fort. Mach ich. Mach ich. Du darfst nur passieren, wenn du den Donnerorden hast. Wunderbar, du trägst den Donnerorden. Okay, setze deinen Weg fort. Mach ich. Immer noch. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Farborden hast. Wunderbar, du trägst den Farborden. Setze deinen Weg fort. Mach ich. Immer noch. Komm hier, Pokémon. Das nur passieren, wenn du bereits den Seelenorden hast. Wunderbar, du trägst den Seelenorden. Okay, setze deinen Weg fort. Mache ich. Immer doch. Oh, da ist der nächste. Dürfte dann der Sumpforden sein? Was hier, wenn du Sumpforden hast? Genau. Der Seelen- und der Sumpforden. Einfach verwechselt, ey. Ich feier's immer noch. Oh. Ach, im letzten Grasstückchen, ne? Ein Ibitak. Okay, Level 40. Also sogar die wilden Pokémon hier sind krass. Ich könnte hier gut trainieren, ne? Merke ich gerade. Aber ich mach's trotzdem. Mit Sonderbonbons. Vulkanorden hast. Ja, oh, haben wir. Und der letzte Orden kommt auch gleich noch. Hey, was nur passiert, wenn du einen Erdorden hast? Den habe ich auch. Siegestraße, Pokémon-Liga. Ich hoffe, ich brauche keinen Blitz. Ich brauche keinen Blitz. Oh. Superschutz. Okay, hier haben wir ein Feld, worauf der Stein dann wahrscheinlich muss. Da kommen wir nicht weiter. Hä? Oh, warte mal. Welches Level ist er? 43. Ja, weil es höheres Level hat, Leute, kommen wir trotzdem Pokémon. Der hilft Schutz nicht. Das ist heftig, ey. Das ist heftig. Gut, dass ich mir das überlegt habe, dass ich hier mit, ne, wisst ihr Bescheid, Sonderbonbons leveln werde. Wir setzen Turtok an Anfang, weil Turtok ist Level 43, hat unser höchstes Level. Ja, ich setze Stärke ein. Gengar setzt Stärke ein, ja. Nicht, dass ich rausrenne, einmal schnell nach da hinten zur Wand rennen. Ich hatte das schon mal, dass ich aus dieser Höhle wieder rausgerannt bin, weil ich einfach zu schnell war. Es ist... Oh Gott. Ein Knogger. 44. Ich werde hier nichts trainieren, also so ist nicht. Ich werde einfach hoffen, dass hier nicht so viele Pokémon über Level 43 auftauchen. Was ist das? Ah, Level 43 zählt auch. Lol. Okay, wir setzen Surfer ein. Onix ist instant besiegt, weil... Doppelte Effektivität. Alter Vater, Leute, ey. Leute. Es bringt ja halt nichts. Ich hoffe, über Level 45 gibt's hier keine Pokémon. Das sind keine gecheateten Sonderbonbons, Leute, ne? Nur so nebenbei. Ich kann's machen. So, ich hoffe, es kommt dir wirklich jetzt kein Pokémon. Trainer ist okay, Trainer nehme ich gern. Glaubst du einfach, du kannst es mit mir aufnehmen? Ja, kann ich. Glaube ich. Hoffe ich. Wäre nice. Snobilikat. Und nee, die hat 5 Pokémon. Eisenschweif, komm. Was schneller? Ja gut, okay, es ist ein Snobilikat, es ist eine Katze. Dass die schneller ist, hätte ich... Ne? Wundert mich eigentlich nicht. Eisenschweif ist schon eine schön starke Attacke eigentlich, ne? Wenn ich mal so überleg. Surfer. Zahltag? Überall Münzen verstreut. Ey, wie mal? Was? Sie mies. Aber es ist besiegt, okay. Bonita bleibt Turtok drin. Wir trainieren jetzt erstmal nur noch Turtok, Leute. Wir gehen hier nur noch mit Turtok durch. Alter.
Ach Gottchen. Ich hab nicht erwartet, weißt du, ich hab doch nicht erwartet, dass so viele Pokémon hier sind. Oder so. Nee. Also, ich kann nicht reden, Leute. Ich kann nicht mehr reden. Ich nehme heute zu viel auf schon. Ich hab doch nicht erwartet, dass hier so viele, so hochgelevelte Pokémon sind, meine ich. So. Das erwarte ich doch nicht, wenn wir vorher so übel overlevelt waren, sag ich mal. Dass hier so viele Pokémon, also so hochgelevelte Pokémon schon sind. 42. Hätte ich halt echt nicht erwartet, so. Dadurch, dass wir sonst immer keine Probleme hatten, vom Level her auch. Das ist ein Ding. Das ist ein echtes Ding. Also mich wundert das wirklich. Ach komm. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Als ob es mit einem KP überlebt. Ach Mann. Ach komm, als ob er jetzt noch einen Hypertrank einsetzt. Oh, Mensch. Das gibt's doch nicht. Ja, wir sind im Feuerwirbel gefangen. Nee. Volnona ist nicht schneller als Turtok. Das ist echt ein Wunder. Das wundert mich gerade wirklich. Weil eigentlich sollte es doch, oder? Turtok Level 46. Ein Level bei einem ganzen Trainer, ey. Ich bin raus. Jo. Okay. Und ich hoffe, ich finde Drachklaue. Also wirklich. Ah, Stärke, genau. Ist noch aktiv. Ja, erstmal hoch. Ah. Ja, wir finden Drachenklaue. Schön, okay. Resetzt sich das? Ja, gut. Zum Glück. So. Zack. Ein Sonderbonbon. Das ist schön. Ups. Ich wollte ja bis zu... am Schluss nochmal alle meine Sonderbonbons und so verbraten. Aber dadurch, dass ich ja auf, ne, leveln werde, habe ich mir überlegt, nein. Machen wir nicht. Und wieso ist hier in Level 46? Oh, nix. Alter. Ja, dadurch, dass ich ja, wie gesagt, leveln werde. Ich hatte nicht gedacht, dass ich nochmal offscreen wirklich leveln, beziehungsweise Sonderbonbons nutzen werde. Ich glaube, du bist gut genug, um mich zu schlagen. Natürlich. Deswegen werde ich die Sonderbonbons dann nicht nochmal nutzen. Also werde ich mir nicht merken, yo, so und so viele brauche ich oder so und so viele habe ich momentan. Ja. Werden wir einfach... Ja, nur Eisen und so einsetzen. Kein Sonderbonbon, nur Eisen, Carbon, Protein, was wir da alles haben. KP Plus, AP Plus, alles. Alles, was wir haben. So. Wie sagt Knosp? Nee, komm. So. Nein. Oh. Was ist denn dieser Knospen schneller als wir? Ich werde doch wechseln. Ich werde wechseln. Auf ihn. Komm auf Dragonier. Weil Dragonier kann Flammenwurf. Ich weiß nicht, ob das die Teamauswahl, die Teamkomposition, sag ich jetzt mal, vielleicht auch ein Fehler ist oder Fehler war. Ich meine, es steht jetzt fest, das ist das Team, mit dem wir die Liga fertig machen werden. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Fehler... Nein, okay. Puh. Ob das vielleicht ein Fehler war. Möglicherweise. Dadurch, dass wir halt, ja. Kein Feuer-Pokémon zum Beispiel haben. Wir haben kein Pflanzen-Pokémon. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch dazu beiträgt, wie das so momentan läuft. Ich schätze eher nicht, aber... Kann ja alles sein. Und vielleicht haben wir halt einfach ein komplett schlechtes Tauboss erwischt. Leider. So, weil das Tauboss... Unser Tauboss ist halt echt nicht strong. Unser Tauboss ist schwach. So vom Damage her zumindest. Es hält ganz... Ja, auch nicht unbedingt, aber... Ich wollte gerade sagen, es hält ganz gut was aus. So. Es ist sehr schnell. Das ist ein positiver Aspekt an unserem
Taubos. Es ist schnell. Mehr kann ich, glaube ich, nicht zu Taubos sagen. So leid es mir tut, aber unser Taubos ist halt echt irgendwie... Ich weiß nicht, ob das wirklich an unserem... an genau dem Taubos liegt. Oder ob das wirklich an jedem Taubos liegt. Oder ob ich halt wirklich nur Pech hatte. Und einen Taubos mit schlechten Werten bekommen habe. EVs? Heißt es EVs? Ich glaube schon, ne? Das kann natürlich sein. Und das glaube ich auch. Dass ich einfach nur ein schlechtes Taubos erwischt habe. Das ist halt einfach ist schade. Aber gut. Er wird mit dem Taubos auch weiterspielen. Das ist unser Taubos. Das ist unser Taubos. Und daran wird sich nichts dran rütteln. Ob du hier bist und nicht. Okay, ich hatte gerade Angst, dass es nochmal einen Hyperdrang einsetzt, aber nein. Oder sie. Er, das ist ein R, ne? Kämpfe gegen ein R, stimmt. Soviel zum Thema, ich will nur Totoki trainieren, ne? So, als letztes noch ein Glurak. Nidoking, weil doppelte Effektivität mit Steinwurf. Weil Glurak ist Feuerflug. Steinwurf, Steinhagel. Steinwurf? Komm hier auf Steinwurf. Nepomuk. Immerhin hatte ich eine Chance. Nepomuk. Der Name ist mir auch neu, muss ich sagen. Aber okay. Hyperheiler. Ach, nicht Nidoking. Warum wird der Nidoking gerade ausgewählt? Einmal Dragonier. Und einmal Turtok. Nochmal heilen kommen. Warum nicht? Kann man machen. Oh Gott, ey. Einkaufen wird auch gleich nochmal was. Ich weiß gar nicht, ob wir in diesem Part durch die Siegesstraße kommen. Ich glaube nicht. So, da hoch bringt nichts. Okay, wir müssen nochmal Stärke einsetzen. So. Nein. Nein. Dahin. Und so. Jetzt kommen wir hier durch. Und da ist ein Trainer. Die Siegestraße stellt eine Art Abschlussprüfung für Trainer dar. Alter, die Abschlussprüfung hatte ich schon. Hör mir auf, ey. Ich wurde komisch überrascht, so von manchen Gegnern. Von manchen Pokémon-Leveln. Kommst du gut gegen die Antotok? Ja, kommst du. Überroller schadet dir selbst. Aber gar nicht mal so bad. Gar nicht mal so viel, so. Das Ding ist, Totoks Surfer ist bald weg. Hat nicht mehr so viel KP. Ich setz Medbo ein, nicht Taubos. Es tut mir leid, aber ich kann Taubos nicht einsetzen. Taubos ist zu schwach. So, gut, das wäre jetzt Training für Taubos, aber... Eine Vergeltung gleich von dem lieben Macholo hier und das Taubos weg. Eine Macholo. Überlegt euch das mal. Deine Zeit wird auch noch kommen, Taubos. In der Pokémon Arena gibt es auch einen Typen, der ist Kampftrainer. Soweit ich weiß. Und da wirst du mit deinem Level nochmal ein bisschen was rausholen. Hast du nochmal 15, 16 Level mehr aufgeritten. Da wirst du einiges noch reißen können, schätze ich. Hoffe ich. So. Smetbo hat die Maschoks, das Maschok und das Macholo besiegt. Ah. Mehr hast du nicht zu sagen. Einfach nur A. Kein B oder so, nur A. Du möchtest also die Top 4 herausfordern? Ja, möchte ich. Achso, eigentlich, haben die alle eigentlich auch alle Orden? Müssen sie ja, weil sonst kommen sie ja nicht rein, ne? Okay, Biss dürfte regeln. Ja, ist okay, Damage. Meditation verstehe ich immer noch nicht. Auf einem Traumato. Das ist eigentlich ein Psycho-Pokémon ist und Psycho-Attacken drauf hat und die eigentlich alle speziell sind. Wenn ich mich nicht irre, ist Psycho immer speziell, oder?
Fällt mir jedenfalls gerade keine Okay, mir fallen allgemein gerade keine Psychoattacken ein, aber... Warum hast du einen Kopfnuss? Du bist ein Psycho-Pokémon, hör auf damit. Okay, hör nicht auf. Umgekehrt zur Psychologie. Okay, hat sich erledigt. Ich bin sie besiegt. Haha. Hypno besiegt, so. Nächster, Kadabra. Ist auch kein Problem. Ich könnte natürlich jetzt auch gerade Gengar einsetzen. Aber komm, wir bleiben einfach bei Turtok jetzt. Einfach komplett bei Turtok. Turtok regelt schon. Sehr gut. Level 47 für Turtok. Oh yeah. Und noch ein Kadabra. Alles klar. Das könnte jetzt sogar One-Shot sein, weil Turtok hat ein Level aufbekommen. Bessere Werte. Und das Kadabra eben haben wir auch fast gewone-shottet. Nein, kein One-Shot, schade. Oh! Das war knapp. Leben am Limit, Turtok. Leben am Limit, Turtok. Alter. Voll erwischt. Ja. Ich hab dich voll erwischt. Hypertrank. Ich hab mal keine Hypertränke mehr, ey. Wie ich so viele aufgebraucht hab. Oh. Naja, okay. Wir wollen einen Stein. Oh, sag nicht, ich zieh den von ganz hinten. Ah nee, von oben schicke ich den runter, ne? Okay. Okay, wir machen aber erstmal hier unten alles fertig, würde ich sagen. Den Trainer machen wir gleich. Gucken wir erstmal hier hin. Ah. Ich glaube hier... Ja, diese Straße ist schwer zu meistern. Ich glaube hier irgendwo in dem Bereich ist in Blau, Gelb und Rot... War das, glaube ich? Ja, dürfen, ne? Lavados. Auf jeden Fall ist Lavados in der Siegesstraße in diesen ersten Editionen. In der ersten Generation. Komplett. Gut, jetzt hier halt nicht, weil, ne? Die haben sie ein bisschen was überarbeitet. Hier ist es auf den Island. Auf irgendeinem. Ich weiß nicht, auf welcher Island. Aber ja. Gut. Gut gemacht. Danke. War auch echt schwer. Hagelsturm. Alter, wie viele TMs ich hier finde, ey. Dann machen wir den Trainer auch noch schnell. Komm nur her, ich werde dich besiegen. Nein, wirst du nicht. Bitte hab nicht viele Pokémon. Zwei, ist okay. Zwei akzeptiere ich. Zwei nehme ich, okay. Ist, ja, doch. Doch, doch. Zwei sind nicht viele, zwei sind okay. Ich hasse es immer, gegen Trainer zu kämpfen. So gegen normale Trainer, die einfach rumlaufen. Die halt gefühlte 50.000 Pokémon haben, die halt alle eigentlich schwach sind, aber halt einfach nur Zeit fressen, so. Ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest. Enteron, gegen was habe ich? Dragonier. Das ist das Einzige, was ich gegen Wasser-Pokémon habe, merke ich gerade. Ist auch nicht so geil, ne? Ah, naja. Donner! What? Oh doch, netter Damage. Netter Damage. Nochmal Donner, komm. Ja, gut trifft. Ich hatte gerade Angst. Ich hatte gerade ein bisschen Angst um Dragonier. So schmeißen wir gleich noch schnell den Stein runter. Ja, komm, wir haben noch eine Minute Zeit. Ein bisschen was können wir hier noch machen. Ottfried. Aua, ja, ich bin besiegt. Ja. Können hier nochmal schnell hochgehen. Und diesen Stein müssen wir gleich irgendwo runterkicken. Wissen nicht wo. Oh, wahrscheinlich da ganz hinten, oder? Och nee. Bum, 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 bum. Itzekoller. Bum. 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 Bum.
Ach Gottchen. Gut, Leute, das war's erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ups, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!